Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration Koch- und Backclub. Und heute gibt es mal ein Salatrezept. Und zwar für diesen mexikanischen Schichtsalat, auch Nacho-Salat genannt. Und ich habe ihn, wie ihr schon seht, in einer Auflaufform gemacht. Ich mache Schichtsalate immer am liebsten in flachen Formen. Das hat einfach den Vorteil, dass man beim Auffüllen auch alle Schichten erwischt. Und ja, das ist die vegetarische Variante dieses Salates. Und ich habe unten kein Hackfleisch verwendet, sondern Paprika. Und was ihr sonst noch alles braucht und wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt. Und das Rezept findet ihr natürlich auch unten in der Infobox. Für diesen Schichtsalat braucht ihr eine große Paprikaschote, die habe ich hier schon mal in kleine Stücke geschnitten, eine kleine Dose Mais, eine kleine Dose Kidneybohnen, ungefähr 100 Gramm geriebenen Käse nach Geschmack, dann braucht ihr 500 Milliliter Salsa, ich habe hier zwei kleine Flaschen oder eben eine große Flasche, dann habe ich hier 200 Gramm Schmand und ungefähr 150 Gramm Eisbergsalat. Und eine große Tüte Tortilla-Chips. Die erste Schicht meines Salates wird die Paprika. Die gebe ich unten in meine Auflaufform hinein. Gleichmäßig verteilen. Und direkt darüber kommt dann auch schon die erste Schicht Salsa. Auf die Paprika und die Salsa folgt dann der Mais. Und eine weitere Schicht Salsa. Dann folgen die Bohnen. Und die dritte und letzte Schicht Salsa. Auf die Bohnen kommt dann die Salatmischung. Die nächste Schicht besteht dann aus dem Schmand, den gebe ich auf den Salat. Und verstreiche ihn dann anschließend. Die Schmandschicht bedecke ich dann anschließend mit Käse. Kurz vor dem Servieren gebe ich dann noch zerbröselte Chips über den Käse. Zum Abschluss dekoriere ich dann den Salat noch mit ein paar kompletten Chips. So sieht dann der fertige Salat aus. Ihr könnt hier wunderbar die Schichten erkennen, von der Paprika über den Mais und die Bohnen hin zum Salat, dem Schmand und oben dem Käse und den Chips. Und ich finde den Salat, wie gesagt, super, super lecker. Einer meiner absoluten Lieblingssalate. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video. Und wenn es so ist, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Da freue ich mich natürlich immer. Wenn ihr noch Fragen, Anregungen, irgendwelche Ideen oder Vorschläge habt, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Natürlich auch, wenn ihr einen besonderen Rezept oder Kuchenwunsch habt, einfach unten alles in die Kommentare rein. Vielleicht habt ihr ja auch Lust, mir ein Abo dazulassen. Das wäre natürlich auch fantastisch. Und bis zum nächsten Mal bei Do-It-Yourself-Inspiration Koch- und Backclub. Tschüss! Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration Koch- und Backclub. Und heute gibt es einen ganz einfachen und super erfrischenden Sommersalat für euch. Und zwar mit Erdbeeren, Wassermelone und Pfefferminze. Und ihr habt vielleicht schon die kleinen Wassermelonenherzchen entdeckt, so als optisches Highlight. Und ja, was ihr sonst noch braucht und wie ich das Ganze gemacht habe, zeige ich euch jetzt. Und das Rezept findet ihr natürlich auch unten in der Infobox. Für zwei Portionen dieses sommerlichen Fruchtsalates braucht ihr 600 Gramm Wassermelone, 300 Gramm Erdbeeren, ich habe meine hier bereits geputzt und halbiert, einen Esslöffel neutrales Speiseöl und einen Esslöffel Honig, ist beides hier schon in meinem Becherchen drin, einige Blätter Pfefferminze und den Saft einer halben Zitrone. Als erstes schneide ich die Wassermelone zu. Dafür nehme ich mir jeweils eines der Stücke und schneide erst einmal den Rand außen herum ab.
Und dann nehme ich noch einen kleinen Keksausstecher dazu und steche mir aus dem roten Fruchtfleisch Herzen aus. Und die fertigen Herzen gebe ich dann direkt in meine Salatschüssel hinein. Den Rest des Fruchtfleisches schneide ich dann gleich noch in mundgerechte Stücke zu. So sehen dann meine 600 Gramm fertig geschnittene Wassermelone aus, die Stückchen und natürlich auch die Herzchen. Im nächsten Schritt kümmere ich mich dann um das Dressing und zu Öl und Honig gebe ich den Zitronensaft und rühre alles mit meiner Gabel gut durch. Wenn sich der Honig schön gelöst hat, so wie hier, gebe ich die fein gehackten Pfefferminzblätter dazu. Der Salat ist dann schon fast fertig und muss nur noch zusammengemischt werden. Ich gebe jetzt die Erdbeeren zur Wassermelone. Die Wassermelonenherzchen habe ich als optisches Highlight schön sichtbar platziert und jetzt gebe ich mein Dressing darüber. Und damit ist dann mein Erdbeer-Wassermelonen-Minzsalat auch fertig. Und ich hoffe natürlich, euch hat die Idee gefallen. Der Salat ist super schön erfrischend und ganz leicht für den Sommer. Und ihr habt gesehen, auch ganz einfach und schnell zu machen. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Da freue ich mich natürlich immer. Wenn ihr noch Fragen, Anregungen oder Wünsche habt, schreibt es mir einfach unten in die Kommentare. Ja, vielleicht habt ihr auch Lust, meinen Kanal zu abonnieren. Da würde ich mich natürlich auch freuen. Und bis zum nächsten Mal bei Do-It-Yourself-Inspiration, Koch- und Backclub. Tschüss! Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration Koch- und Backclub. Und heute gibt es ein Video, was sich einige von euch in den Kommentaren gewünscht hatten. Und zwar eine Bubble-Up-Pizza. Das ist eine Art Pizza-Auflauf, die aus kleinen Teigstückchen gemacht wird. Ich habe hier einmal so eine Art Tortenvariante davon gemacht, die ich in einer Springform gebacken habe. Und ihr seht hier auch meine liebste Pizza-Variante. Also einfach Pizza Margherita mit Mozzarella-Käse und dann mit Rucola und frischem Parmesan. Ja, die Pizza könnt ihr natürlich belegen, wie ihr mögt. Also da könnt ihr ganz verschiedene Variationen von machen. Und was ihr für das Grundrezept braucht und wie es genau geht, zeige ich euch jetzt. Und das Rezept findet ihr natürlich auch unten in der Infobox. Für das Grundrezept braucht ihr einmal diese Brötchen hier in der Dose. Die gibt es in verschiedenen Größen. Ich habe hier eine 6er Packung und das ist ganz passend für meine kleine Springform, die ich hier habe. Die hat ungefähr 18 bis 20 cm Durchmesser und die habe ich schon einmal mit Backpapier ausgelegt. Gleich werde ich sie auch noch einmal mit Trennfettspray einsprühen, damit wirklich auch gar nichts dran haften bleibt. Und dann habe ich hier noch passierte Tomaten, ein bisschen Gewürzmischung für Pizza. Und Mozzarella-Käse, der ist bereits gerieben. Da ist natürlich auch die Frage, wie groß eure Form ist. Ich habe hier so ungefähr 120 Gramm. Das Schöne an Pizza ist ja, dass man sie belegen kann, wie man Lust und Laune hat und wie man es am liebsten mag. Bei mir kommt nachher auf die fertig gebackene Pizza noch Rucola drauf und frisch geriebener Parmesan-Käse. Im ersten Schritt öffne ich einmal meine Dose Brötchen. 6 Stück sind ja drin. Und die schneide ich jetzt einmal klein. Jeweils in Viertel. Insgesamt habe ich dann 24 kleine Teigstückchen und die verteile ich auf meinem Boden. Auf den Teigstückchen verteile ich dann die passierten Tomaten. Und natürlich auch die Gewürzmischung. Dann fehlt bei mir nur noch der Käse und dann kann das Ganze schon in den Backofen. Ich backe es bei 180 Grad so lange, bis der Käse richtig schön braun ist. Nach ca. 25 Minuten ist meine Pizzatorte jetzt wieder aus dem Backofen zurück und ihr seht, die ist richtig schön aufgegangen und super schön braun geworden. Ich habe den Rand schon einmal losgeschnitten hier und jetzt nehme ich die Springform ab. Vor dem Servieren gebe ich jetzt noch den Rucola und den Parmesan darüber. Rucola
ruhig auch ein bisschen ringsherum verteilen. So sieht meine fertige Pizzatorte dann aus. Ihr könnt das Ganze natürlich, wie am Anfang gesagt, variieren. Ihr könnt Salami drauf tun, Schinken, Ananas, einfach euren liebsten Pizzabelag. Und ja, ich schneide das Ganze jetzt an, wie eine klassische Torte oder einen klassischen Kuchen. Einfach ein Stückchen rausschneiden und dann wird das Ganze auch so serviert. Also in kleinen Stückchen. Und ja, ich hoffe, euch hat die Idee gefallen. Und wenn es so ist, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Da freue ich mich natürlich immer. Wenn ihr sonst noch Fragen, Anregungen, Wünsche oder Ideen habt, schreibt es mir einfach alles unten in die Kommentare. Ja, vielleicht habt ihr auch Lust, meinen Kanal zu abonnieren. Das wäre natürlich auch super. Und bis zum nächsten Mal bei Do-It-Yourself-Inspiration Koch- und Backclub. Tschüss! Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration Koch- und Backclub. Heute gibt es mal wieder eine Salatidee für euch. Und zwar eine super leckere, die sich auch perfekt mit ins Büro oder mit in die Schule nehmen lässt. Nämlich einen Tortellini-Salat mit Rucola und Tomaten. Und wie es genau geht und was ihr alles dafür braucht, seht ihr jetzt. So, für diesen super leckeren Salat braucht ihr 400 Gramm frische Tortellini. Mit frisch meine ich einfach die aus dem Kühlregal. Und zwar habe ich hier die Spinat-Ricotta-Variante. Dann braucht ihr 2 große Hände Rucola. Ungefähr 100 bis 120 Gramm Mini-Mozzarella-Bällchen, 200 Gramm Kirschtomaten. Meine habe ich hier bereits einmal durchgeschnitten. Und ihr braucht grünes Pesto, ungefähr 2 Esslöffel. Zusätzlich nochmal 2 Esslöffel Olivenöl und Salz und Pfeffer zum Abschmecken. Im ersten Schritt bereite ich die Tortellini einmal nach Packungsanleitung zu. Das heißt in diesem Fall, dass ich sie 2 bis 3 Minuten in Salzwasser koche. Während die fertig gekochten Tortellini ein bisschen abkühlen, kümmere ich mich um das Dressing. Dafür mische ich einfach Olivenöl und Pesto. Und schmecke die Mischung dann nochmal mit Salz und Pfeffer ab. Die Nudeln kommen dann in eine große Salatschüssel und dazu einmal die Pesto-Mischung. Vorsichtig unterheben. Anschließend kommen die Tomaten und der Mini-Mozzarella dazu. Und dann natürlich noch der Rucola-Salat. So, und schon ist mein Tortellini-Rucola-Salat fertig. Wie gesagt, könnt ihr ihn super mitnehmen, aber er lässt sich natürlich auch schon direkt lauwarm essen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen und Spaß gemacht. Wenn es so ist, lasst mir doch einen Daumen nach oben da, da freue ich mich natürlich immer. Wenn ihr sonst noch Fragen, Anregungen, Wünsche habt, alles einfach unten in die Kommentare reinschreiben. Vielleicht habt ihr auch Lust, meinen Kanal zu abonnieren, das wäre natürlich auch super. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Do-It-Yourself-Inspiration Koch und Backclub. Tschüss! Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration Koch- und Backclub. Heute gibt es einen super leckeren Sommersalat für euch. Und zwar mit Wassermelone, Gurke und Feta-Käse und einem leichten Limettendressing. Und wie das Ganze funktioniert und was ihr dafür braucht, seht ihr jetzt. Für diesen super sommerlichen Salat braucht ihr circa eine Viertel Wassermelone, 250 Gramm Feta-Käse, eine Salatgurke, Salz und Pfeffer, Basilikum, so eine gute Handvoll, 4 Esslöffel Olivenöl und den Saft einer Limette. Die 3 Grundzutaten, also den Käse, die Wassermelone und die Gurke, schneide ich in mundgerechte Würfelchen zu.
In einer großen Schüssel habe ich bereits einmal Melone, Gurke und Käse gemischt. Und als nächstes bereite ich das Dressing zu. Dafür gebe ich den ausgepressten Limettensaft zum Olivenöl dazu. Und gebe dann jeweils etwas Salz und Pfeffer dazu. Das Dressing gebe ich dann über den Salat. Und zum Abschluss kommen dann noch die Basilikumblätter oben drauf. Das Basilikum habe ich zum Abschluss auch nochmal leicht untergehoben. Und ja, so sieht dann mein fertiger Sommersalat aus. Ich hoffe natürlich, euch hat das Rezept gefallen und das Video Spaß gemacht. Wenn es so ist, lasst mir doch einen Daumen nach oben da, da freue ich mich natürlich immer. Wenn ihr sonst noch Fragen, Anregungen oder Wünsche habt, alles natürlich unten in die Kommentare rein. Vielleicht habt ihr auch Lust, meinen Kanal zu abonnieren, das wäre natürlich auch fantastisch. Einfach unten auf den Abonnieren-Button drücken und natürlich auch auf die kleine Glocke daneben, dann verpasst ihr in Zukunft kein weiteres Video mehr von mir. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Do-It-Yourself-Inspiration Koch im Backclub. Tschüss! Hallo meine Lieben, willkommen auf dem Kanal DIY-Inspiration Koch- und Backclub. Wie ihr schon hört, bin ich nicht Eva, sondern ich bin Mia und ich zeige euch heute ein super leckeres Rezept von einem Rucola-Mangosalat mit Honig-Senf-Dressing. Ich hoffe, es wird euch gefallen. So, das sind unsere Zutaten für den Salat. Einmal haben wir hier Rucola, das sind ungefähr 4 oder 5 große Hände voll. Dann haben wir Gurke, das sind ungefähr 100 Gramm, genauso viel wie Karotten. Die könnte man auch in Scheiben schneiden oder raspeln. Dann haben wir hier Kirschtomaten und eine Mango. Die verfeinert das Ganze. Die werde ich euch gleich zeigen, wie wir sie am besten zerkleinern für den Salat. Dann haben wir hier die Zutaten fürs Dressing. Das sind einmal Salz und Pfeffer. Das sind hier 8 Esslöffel Olivenöl, 4 Esslöffel Balsamico. Davon kann man entweder schwarzen, wie wir hier haben, oder weißen nehmen. Dann haben wir hier einen Esslöffel Honig und wir haben einen Esslöffel Senf. Zu Beginn mischt ihr alle Zutaten, hier den Rucola, zusammen in eine große Schüssel. Dann nehmt ihr eine halbe Mango und schneidet ein Gitter hinein. Ihr müsst vorsichtig sein, dass ihr die Haut nicht aufschneidet. Denn danach könnt ihr die Mango einfach umklappen und die Stückchen in den Salat schneiden. Das gleiche macht ihr noch mit der anderen Hälfte. Nun bereiten wir das Dressing zu. Dazu vermengen wir alle Zutaten, die wir haben. Nun vermengen wir alles gut. Und würzen anschließend mit Salz und Pfeffer. Nachdem ihr das Dressing probiert habt und es euch schmeckt, könnt ihr es nun zum Salat hinzugeben und alles miteinander vermengen. So sieht unser fertiges Endprodukt aus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich über einen Daumen nach oben und einen Kommentar freuen. Schaut doch mal auf dem Kanal vorbei. Tschüss!